Moin moin liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu F1 2017 Season 2 mit mir, Playgestalt, iTouch, Kim und Björn. Hallo. Es Was geht ab? Training angesagt hier in Großbritannien. Guten Morgen. In Silverstone. Guten Morgen. Das heißt hier, good morning. Good morning, I like to have a cup of tea, please. Nein. A cup of tea, please. I would like to have a cup of tea. Danke. So. Wir haben ein bisschen Setup-Arbeit betrieben. Nicht? Oh, is it raining today or tomorrow? Oh, tomorrow it's going to rain very hardly. And on race day we have a light, halt's Maul, Mann. Slightly rain. And then sunshine das after. Das ja kein Mensch aus. Yes, of course. Sunshine after the rain, oder was? Yeah, and we had a lot of rain during the qualifying. Natürlich a lot of hard rain, my friend. Noch besser für uns This is good for me, because my setup doesn't work on dry conditions. Geht das jetzt wirklich das komplette... Guten Morgen! I don't know yet. I'm not sure about it. Oh Mann, ey. Hätte im Rennen nicht wenigstens trocken sein können. Es wird trocken. Ja, aber ja, es wird interessant auf jeden Fall. Also es sieht nach Intermediate aus. Qualifying ist Inters. Definitiv. Ja. Aber Rennen auf Interstarten, das ist ja fast wie in Österreich. Die Strecke ist derzeit frei. Wir können loslegen. Was in Österreich? Nice, Alter. Ja, Österreich. Ja, in Österreich war es auch so. Das ist schon so lange her, ich weiß gar nicht mehr. Nein, ich finde es cool, weißt du, weil das ist so eine Sache, da kannst du halt viel gewinnen. Wo gebe ich nochmal Gas? B. Links. B. Weil ich muss ja eigentlich sagen, bei Regenrennen sah es alles immer ganz gut für mich aus. Das ist das Problem. Okay. Ausschmaus, sag ich immer. Das Problem ist, dass... Ich glaube, fürs Rennen mache ich mir schnell ABS nochmal rein. Hey! Ja, was heißt hier denn hey? Alle sagt der, der mit mittlere Traktionskontrolle fährt, weißt du? Und ABS. Ich möchte nur, dass den Zuschauern nicht schlecht wird wegen den ganzen Drehern dann. Sehr rücksichtsvoll. Ja, was ist mit ABS? Warum hast du ABS drin? That's very polite, my friend. Jedes Mal, wenn ich die Bremse nur angucke, die Reifen blockieren. Unfähig! Ich hab ernsthaft mal in dieser Rennpause mal auf Großbritannien geguckt. Ich habe mal einfach spaßeshalber das Zeug ausgemacht. Ich hab ernsthaft die Bremse nur so minimal berührt schon. Ja, aber dann hast du mal in den Einstellungen schlecht. Ja, ich denke mal Lenkrad ein. Am Lenkrad-Setup und am Wagen-Setup halt. Aber da kannst du auch die Bremse einstellen. Ändert ja nichts. Ich werde jetzt nicht anfangen, mein Setup umzustellen. Weil du sowieso nie ohne ABS fährst, oder? Ich werde jetzt nicht mit dir in der Saison anfangen, als umzuändern. Wer ist denn da vor mir? Ich bin schon auf der schnellen Runde, bitte, danke. Wenn dann Hetzbolle machen müssen wie ich. Von Anfang an? Ja. Kann ich mal gucken, ob ich das nächste Saison mache. F1 2018? Nee, 17. So. Dann hätte man wenigstens einen richtigen Vergleich zwischen uns. Ja, der wahrscheinlich relativ deutlich ausfallen wird. Bam, bam, bam. Aber ich möchte ja nur verhindern, dass der Alter viel trainieren muss. So. So, jetzt kommt's. Ich muss so vorsichtig durch diese S's fahren, das ist echt eine Katastrophe. Ja, ja, aber erstmal Achtung, ich fahre jetzt gleich an dir vorbei. Ich fahre schon eine Runde, Obacht! Meine Aufwärmung ist schneller als du dadurch. Ich habe auch einen Fehler gehabt. Ja, ich habe ja auch einen Fehler gehabt. Haben wir die Ausreden gesucht werden, weißt du? Ja, Fehler und die Sonne hat geblendet, weil diese Schmäler, sag ich da immer. Und außerdem, da war noch ein Flieger auf meinem Visier und ach Gott. Fahren wir hier nicht bei Nacht? Ich habe kein Licht und so. Mein Ablendlicht war kaputt vorne links. Ja. Ich machen. Da hat Jeff mir auch noch voll reingeschwätzt. Während ich auf der schnellen Runde war, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. What the fuck? Fontenhaus, ja, eine Stadt in Südfrankreich. Der war gar nicht mal so schlecht. Der war echt nicht so schlecht. Wo hast du den aufgeschnappt?
Von meinem Bruder und deiner Schwester. Italienische Schweiz. Nein. Oder ich wüsste auch noch eine andere Stadt in Südfrankreich. Hans oder Kanzler? Nee, Portemonnaie. Das ist eine Hafenstadt. Achso, ich dachte, die ist in England. Port Royal. Portemonnaie. Ich hole mal hier kurz aus, ja. Ich hoffe, stört keinen. Mein Gott, der Medium ist echt scheiße. Er fahrt ihn doch erst gar nicht. Ich will uns zeigen, wie schnell er auf Medium fahren kann. Hey Björn, du bist ja schneller als einer. Was ist da los? Was? Hey, vielleicht ein bisschen zu früh bremsen. Oh, wie ich ein Alter deutlich schlage. Mit super soft. Wow, nur mit soft. Ey, und Björn, wenn du diesmal Scheiße machst, ne, dann werde ich richtig hässig. Ich hab's gewusst, deswegen bin ich extra so dicht aufgefahren jetzt. Er ist halt auch immer so langsam, Kim. Ja, ja. Kann ich ja jetzt mal auffahren lassen, dann kriegst du eine 5 Plätze Strafe. Das wäre einfach mal Break-Testet, alles einfach so, einfach mal ausprobieren. Schau mal in der Mitte der Straße. Wenn ihr da vorne Scheiße baut, bin ich wahrscheinlich der darunter leidet, oder? Ja, Björn, was los? Ja, ich halt lieber Abstand, ich trau dir nicht. Ja, ich halt lieber Abstand. Hey, Björn, fahr mal ein bisschen schneller, ich schließe auf. Okay. Ja, genau das meine ich. Du kannst hier nicht voll speed durch, ey. Das ist echt schlimm. Doch, ich schon mittlerweile. Warum fährst dann du auch aufs Gras? Darum geht's jetzt nicht. Das macht schon einen Unterschied, ob du Gras unter den Rädern hast. So griptechnisch ein bisschen, aber. Ach, nö, eher so aus Prinzip. Wart ihr schon Trocken-Setup? Oder was macht ihr? Ja. Sagen wir es so, mein Regen-Setup ist alternativlos. Gar kein Regen-Setup. Hallo Kim. Ich fahr dir mal dichter auf. Was denn, wollt ihr euch echt ein Regen-Setup ans Bein binden oder was? Ich mach das, ja. Man merkt, er bremst schon. Da ich das doch relativ lange nass sein wird und auch im Qualifying halt eine Chance haben möchte. Im Qualifying ist hier die Kunst, das Auto einfach zur Strecke zu halten. Hey, wieso hast denn du DRS? Das ist so unfair, du darfst gar nicht. Ich hab halt an. Ich bin blockiert. Blue Flag. Das war so lustig. Also hier kann man nicht anständig trainieren. Boxengassi ist scheiße. Einfach lang. Ja. Medium schon im Arsch oder was? Oh. Warst du in der Boxengasse? Ja, hier wirklich, ne? Oh Gott! Yo! Aber ich glaube, die KI sollte kein großes Problem darstellen. Weil die gerade mal so schnell fahren wie ihr auf Soft. Auf Supersoft.
Ja, ja. Formel 1, das ist was, ja. Geil, Mann. Geil, einfach nur geil. Da freut sich jemand. Ja, Mann. Also langsam geht ja auch die Bundesliga zu Ende, ja. Da braucht man einen Ersatzprogramm. Ja, und bis Football-Saison anfängt, dauert halt noch, ne? Ja, demnächst sind erstmal die Drafts, Alter. Gut, das dauert ja noch ein bisschen. Naja, so lange jetzt auch nicht mehr. Nee, aber. Hä? Ende dieser oder Ende nächsten Monats? Ende dieses Monats, glaube ich. Also, schätze ich jetzt ganz einfach, wissen tue ich es nicht, schätze ich jetzt ganz einfach mal aufgrund der. Bin mir nicht ganz sicher. Der Medien, so, weißt du, YouTube-Kanal von NFL und so weiter, die haben schon Zusammenfassungen gemacht. In diesjährigen QBs. Ja, Combine war schon längst. Combine war die sind ja immer 2 Wochen nach dem Super Bowl. Ja. Jetzt waren noch die ganzen Pro Days. Auch schon durch. Noch. Und eben jetzt haben sie mal Zusammenfassung gemacht, so von den besten Quarterbacks, besten Running Backs etc. Box. Eine Boxeneinfahrt hier zu üben, wäre glaube ich auch nicht mal so verkehrt. Boah, ich habe sie richtig gut getroffen, ey. Ja, die Linie war verdächtig früh, Alter. War doch Verwarnung. Aber weil ich was. Alter, habe ich die gut. Oh, warte. Ist echt schwer, die zu treffen. Na, immerhin bin ich hinter Vettel mit den Softmann. Er ist super soft, das ist schon mal positiv. Vielleicht kann man wenigstens mit der KI mithalten, wenn man schon mit den anderen zwei Verrückten nicht mithalten kann. Fühlt euch angesprochen, Eitert? Nö, ich fühle mich nicht angesprochen. Ich dachte, du meintest Kim und Bolle. Ach so. Hä? So verrückt bin ich doch gar nicht. Hey, Teammate, was soll denn das? Oder sollte ich besser sagen, Anti-Teammate? Komm, Jungs, 25 Punkte sind drin für Mercedes. Ja, wenn wir auch nicht gerade wieder in den Weg kommen. 25 Kills vielleicht, ey. Neue, 25 neue Killstreak Kills. Oder sowas. Da gibt's doch den Chopper gar nicht, oder? Nee, Atombombe, dann ist Ende. Stimmt, ja. Wer ist denn gerade aus den Estes raus? Meiner einer. Ich schieß die jetzt ab, dann du hast es mit meinem Training. Meinetwegen. Dann kann ich sagen, ich stehe ganz vorne, alles easy. Aber wie viele Runden bin ich jetzt gefahren? Ungefähr, schätze ich mal. 7, 8 Runden, 30%. Geht eigentlich. Vielleicht ein bisschen zu früh. Aber wobei es die Soften waren halt. Das heißt, die Super Soften halten wahrscheinlich nicht mal 10 Runden. Ne? Ja, die halten 5 Runden. Ja, die aber halten echt. Lange. Doch, kannst du es testen? Ich bin unterwegs. Guten Morgen. Wer kommt denn da hinter mir? Oh, jetzt bin ich schon wieder unter Druck. Wieso kommt Eintracht? Naja. Tut! Gerade aus der Box raus schon kommt Eintracht schon und klebt einem im Nacken. Dann denkst du, oh nee. Boah, aber merkt man schon den Gripunterschied schon in der ersten Kurve. Mein Glückwunsch für dich. Hey, mein Teamkollege ist gerade nach Hause gekommen. Das ist aber schön. Hallo, was gibt's zu Abendessen? Er hat mir gar nichts mitgebracht. Bin enttäuscht. Kleines bisschen zumindest. Oh. Was ist denn jetzt? Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,31,1. 31. Etwas, was fährst du gerade? Keine Ahnung, ich bin gerade auf einer schnellen Runde. Lass mich raten, Sektor 1 ist schon mal lila. Nee, aber Sektor 2. Ich kann es nicht angucken, wo ist er denn? Where line? Boah. Ja, da ja, ein bisschen verbremst.
reicht nicht. Aber knapp. Sehr knapp, oder? Ja, alles im Rahmen. Ha! Da lache ich doch drüber. Das ist ja Messtoleranz. Kilo. Wer ist bei uns? Das ist Messtoleranz, sag ich. Also. Quatsch, Matsch, sag ich immer, ja. So, Leute. Machen wir nochmal was aus. Jeff, ich habe mein Tablet aus Versehen schon in deine Hand gegeben. War nicht so. Fertig. Let's go. Boah, Mann. Touch. So was sagt man nicht. Wer ist denn da gerade lange gerade von euch? Ich. Wie meinst du? Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Können schmünden, sag ich immer, ja. Eine Zeit steht noch auf dem Tableau. Hat einer in der Box, also als ich rausgefahren bin, vorher war es auf so knapp 14 Minuten, fast 15. Ja, das ist gut. Also sagen wir mal, so 10 Minuten sind noch drin, wa? Seit diese Strecke besser wird? Ja klar, mehr Gummi. Also, angekündigt hast. Ich bin gerade 10 Minuten gerutscht, ich konnte nichts mehr machen, ey. Ja, wenn du da quer schießt, hast du keine Chance mehr. Hm. Naja, immerhin. Noch genau 10 Minuten, Jungs, übrigens. Hier ist echt besser zu früh als zu spät bremsen. Mm.
jetzt Rolle, müssen wir mal das Setup ein bisschen umstellen hier. Rolle, bist du auf Soft gefahren oder auf Super Soft? Soft. Was hast du gefahren? 1,30,6. Wieso? Nur mal so als Referenz. Ihr hattet aber jeweils nur immer 20 Kilo mit, ne? Ritt und so. So halt, ja, das ist so schon heiß. Ja. Hier macht so viel aus, ob du den richtigen Gang drin hast oder nicht. Also beziehungsweise nicht überall, aber es gibt so ein paar Ecken, wo der Gang halt echt extrem wichtig ist. Uns geht der Sprit aus. Du musst in den Jetzt habe ich doch viel Sprit mitgenommen. Ah, fuck. Bist du die Runde auf Fett gefahren? Sieben. Okay. Alrighty then. So, Alter, ich krieg's gar nicht zusammen, oder wie? Oh, nee. Und füge ab. Ich habe gerade vor der letzten Kurve noch plus, also minus 0,4 gehabt. Und als ich rausgekommen bin, noch minus 0,2 auf der letzten Runde. Ich habe keine Ahnung, wie ich die so versauen konnte. So. Wer wurde denn da von dem Mercedes gerade reingebracht? Eitouch. Kommt jetzt der Super Soft Run? Ich denke, ich habe ja keinen Soft zusammenbekommen. Ja, in der Stelle jetzt auch noch kurz versuchen. Es wäre schön, wenn man selbst hier sehen würde, deine theoretische Bestzeit anhand der Sektoren, die du mal getroffen hast. Versteht ihr, was ich meine? Jo, absolut, absolute Bestzeit. Hier war Sektor 1 deine absolute persönliche und so weiter und so fort. Mit der Sektor 2 absolut persönlichen. Ja. Und so weiter und so weiter. Na, Kim, das bekannte Problem, hä? Das ist so schwer, gell? Das gibt's gar nicht. Oh, nein! Boah, nur der Flügel. Ja, und in welcher Kurve bist du abgeflogen? Ich in der ersten. Zweiten. Also nur als Referenz, Alter, gell? Das ist eigentlich abartig. Ich weiß nicht, wo ich die herkriegen soll. Theoretisch sollte auf dem neuen Soften bei mir noch 0,5 Sekunden drin sein. Zumindest laut der Anzeige hier. Das ist so abartig. Wo soll ich denn die herkriegen?
Das hast du aber bei jedem. Wenn du jetzt mit einem neuen frischen Satz Soft nochmal rausfährst und hättest da die 0,5, würdest reinfahren und hättest noch einen frischen Soft, wären es nochmal 0,3. Es ist immer ein bisschen besser. Weil es ja immer die Referenz ist zu dem Reifensatz, den du gerade mit reingebracht hast. Ja, in dem Zustand. Aber du hattest ja einen komplett frischen. Eben. Ja, so muss man es ja sehen. Genau, deswegen meine ich, da wäre noch theoretisch ordentlich was drin gewesen. Ja, ich muss einfach mehr Heckflügel fahren, was anderes bleibt mir gar nicht übrig. Ich weiß auch nicht, ey. Deswegen, wie ist das schon scheiße, ey. Das ist halt extrem tricky hier, ne? Könnt die hintere Fahrhöhe noch ein bisschen runter machen und dafür mehr Flügel? Ich gerade beim Regen würde ich die Fahrhöhe aber nicht ändern. Hä? Wenn du im Regen fährst, würde ich die hintere Fahrhöhe aber nicht niedriger machen. Ja, Regen, Schwegen, sag ich immer. Ansonsten hast du halt immer die Gefahr des Aquaplanings. Aquaplaning, Schmaning, sag ich immer, ne? Nee, klar. Ach, du Gott. Ist das was ganz Neues jetzt? Ja. Kim übertreibt gerade ein bisschen, aber grundsätzlich ist es nicht so. Es ist halb neu. Naja, Fahrhöhe 4 und 5 ist schon stabil eigentlich. Was habt ihr so für Fahrhöhen? Ich hab grad keine Ahnung. Ich glaub 5 hab ich. Den Regen schon mal vorbereitet. Hast du doch auf Setter Regenzettel gebaut jetzt? Minimal, ja. Ja. Spätestens 1,30. Also jetzt noch ein Minütchen, dann eine Runde ohne Fehler. Dieses Spiel ist interessant, wie oft mein Setup einfach gelöscht wird, Alter. Oder verändert wird, ohne dass ich was mache. Echt nice. Ich glaube aber, diese theoretische Bestzeit? Diese theoretische Zeit, die dir mit dem Reifen angezeigt wird, oder? Die verändert sich, glaube ich, auch mit den Ziehlast und allem drum und dran, gell? Ja, weil ich habe jetzt den Super Soft habe ich keine ganze Runde gefahren und trotz dessen nur durch Setup-Arbeit habe ich eine halbe Sekunde schneller. Wenn ich einen neuen genommen habe. Das kann ja nicht sein, wenn ich noch nicht mal eine Runde gefahren bin mit dem anderen. Das ist ja kein alter Schluffen. Oh. Letzte Kurve war nicht so gut, iTouch. Nee. Aber sonst schön. Ja, es ist immer irgendwie ein Eckchen drinne. Ja. Ja, aber mit der Zeit kommst du locker auf Pole oder zweiter schlimmsten. Jetzt mal abwarten, wie es im Starkregen ausschaut, oder? Ich hab's auch nicht vergessen, das sind keine trockenen Bedingungen. Da werden die Würfel nochmal neu fallen, auf jeden Fall. Aber ich bin ganz zufrieden mit meiner Zeit. Ich bin vor Vettel, da kann ich mich nicht beschweren. Habe ich nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Wolle 0,039 schneller. Das hat iTouch in der letzten Kurve richtig verkackt, sonst wäre er noch viel schneller gewesen. Ich hab's in den S's ein bisschen verkackt. Kam das Fahrzeug ein kleines bisschen quer. Boah, es wird so interessant im Rennen. Weil ich habe jetzt ja mal echt wirklich aktiv getestet, wie lange der Gelbe hält, ne? Also das war jetzt so, das für mich persönlich wichtig, dass ich weiß, okay, so und so viele Runden kommst du klar. Wird echt interessant im Rennen dann, ab wann trockene Bedingungen sich einstellen.
Das wird extrem wichtig sein, auf jeden Fall. Weil ich sag mal so, hey, hier ein Boxenstopp bei der kurzen Zeit unter Umständen, die du im Trocken hast, den musst du fast sparen. Fährst du im Leben nicht mehr raus. Oder was meint ihr? Ja, ich glaube, das ist, musst du dann im Rennen irgendwie on the fly entscheiden. Abhängig davon halt, wie viele Runden noch zu drehen sind, soll ich ganz einfach machen. Ja, aber wird auf jeden Fall interessante taktische Manöver nicht mal geben. Ah, egal. Erster! Alter, störst keine Runde mehr, oder? Nee. Erster Schmerster. Abbruch! Das wird ja jetzt als Resultat gewertet. Rennleitung, aha. Totalschaden. Raserei in der Boxengasse. Zweimal. Eintracht setzt Raserei ein. besonders weil es heiß rasen in der Boxengasse. Aber, also, der Abstand vorne ist ziemlich knapp, ja? Und danach halt fast 2 Sekunden. Ich fühle mich ein bisschen wie Mercedes letztes Jahr regelmäßig. Naja, liebe Leute, das war's mit dem Training. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns dann morgen zum Qualifying wieder. Da wird's regnen. Da sind die Vorzeichen ein bisschen anders. Bis dahin, macht's gut. May the family with you.